Robert Mitchum, Elizabeth Taylor, Olivia Cole, Terry Garber, David Carradine, James Reed und Patrick Swayze. In John Jakes unvergesslicher Saga von Liebe, Krieg und Hass. Von Senseless. Im Sturm. So. Ach so, bei Facebook. Ja, Werner, ich bin recht selten auf Facebook. Das dauert bei mir auch mal eine Weile. Ich mag Facebook nicht so. Facebook und ich sind keine Freunde. Es ist mir alles zu unübersichtlich. Ich blick da nicht durch. Das ist, einmal sieht es so aus, dann guckst du rein, dann ist wieder das. Dann finde ich das nicht mehr, wo ich es letztens hatte. Wollte letztens mal nach meinen Nachrichten gucken. Irgendwie, für Facebook bin ich wahrscheinlich zu alt oder zu dumm oder beides. Es ist mir zu viel des Guten. Ach so, ja, das stimmt. Uber, nee, keine Zeit für den Stash unter einer Brücke, wenn hier Grafikkarten uns anmachen. Brauche ich nicht. Mann, keine gottverdammte Grafikkarte hier. Gut. Dann würde ich vielleicht sagen, gucken wir dann hoch gleich in die dritte Etage. Suchen das Buch. Schnuckliche SSD. Ich doch gar nicht. War da einer schon so schnell? Also Leute, wir waren doch nicht an der Tasche, oder? Oh, da hinten lief einer. Ob der uns gesehen hat, hat wahrscheinlich bloß gewartet, dass wir abhauen.
Der wird wahrscheinlich hier auch nicht wieder langkommen. Der wird direkt hinten Richtung Powerplant abhauen, denke ich. Hatte wohl auch keinen Helm auf. Der Blumenladen hätte ich fast. Der Buchladen ist. Hä? Schießt der einer auf mich oder was ist da los? Alter, jetzt hat's aber geleckt bei mir. Leck mich am Arsch. Bringen wir noch ins Kev. Uns angequiekt mit Wonazuka oder sowas. So, 30, dann... Brauchen wir das jetzt? Nee, Werner, du nervst nicht. Quatsch. Kann ich wieder nachladen? Also ich bin nur mal Freund von vollen Magazinen. Die findest du ja auch echt selten. Quatsch. 5. Uns am Arsch lecken. Wir müssen in die Bücherei. Scheiße.
Neben Your Steps. Ist das ein Skeff, Leute? Oder will uns hier einer verarschen? Komm, wir schleichen uns jetzt hier rein, dann machen wir eine Tür zu und gucken durchs Auge, durchs Bullauge. Mist. Was sind wir hier eigentlich gefangen jetzt? Ich glaube, es ist ein Skeff. Ein Spieler würde ja nicht so lange ewig rumstehen, glaube ich. Hallo! Oh, da sitzt ja direkt da hinten. Habe ich mich jetzt erschrocken. Alter, später habe ich mich erschrocken. Junge, habe ich mich erschrocken. Das Magnum? Okay. So, der kacke Buchladen muss hier doch jetzt irgendwo sein. Ach, hier ist er doch schon. Ey. Den habe ich doch vorhin schon mal gesehen. Aber ich habe es nicht als Buchladen erkannt. Gut, wo ist jetzt das... Das Buch? Letztens mit Beutel im Dunkeln habe ich es gefunden, aber jetzt hier? Wenn ich es selber brauche, finde ich es nicht. Also ich verstecke mich mal kurz, gucke nochmal auf die Map. Buchladen. Ah, ach ja, okay, ah ja, okay. Stimmt, das liegt ja... Junge, mein Sohn nervt mich aber. Es liegt ja auf der Erde hier. So, wir haben das Buch. Jetzt können wir... Was sagt die Uhr? 30 Minuten. Könnten wir theoretisch runter in die zweite?
könnten dort unsere Goldketten platzieren. Das Dumme ist, wenn wir jetzt nicht lebend rauskommen, aber kommen wahrscheinlich wieder, können wir ja nochmal rein das scheiß Buch holen. Aber ich will euch jetzt auch nicht hier 30 Minuten warten lassen oder 20 Minuten, bis ich denke, die Luft ist rein. Store, da muss doch hier irgendwo gewesen sein, oder? So, was ist er? Jetzt muss ich hier ein Bett finden. Matze macht wieder Lärm, als gäbe es keinen Morgen, stopft er vom Holz rum. Geraschelt. Und Skeff. Das Bett, Alter. Ich muss nochmal auf die Map gucken, Leute. Ey, was ist denn heute los mit dir, Senseless? Chumming. Chumming war's hier. So, lass sehen. Da sehe ich den Panzer. Sieht schon komisch aus. Bin ich hier im richtigen Raum? Ach, da hinten. Nee. Hä? Aber so hier irgendwo in der Ecke muss es sein, weil ich habe von dem Bett aus... Ach. Hier, ne? Hier, sehr gut.